Ja, ne? Schon Muss auch einstellen, dass meine Nachrichten gezeigt werden. Habe ich hier diesen wunderschönen Bildschirm an der Seite, beziehungsweise Balken. sexy, sexy. Bin gleich soweit. Ich bin kein D-Zug. Ist das Setup League? Okay, ich könnte. Ich bin jetzt bereit. Solange es sich ja nicht so anfühlt wie mit One Piece jetzt bis nächste Woche. Das Wetter sieht auch sehr geil aus. Ich glaube, das hast du vorhin gemeint. Jawohl, jetzt kann die Platte starten. Back Row FC. Schlägt zurück. Was regnet jetzt schon? Oh Gott. War ich das? War gerade auf der Bremse. Hab nicht damit ge also ich habe nicht damit gerechnet, dass die auf einmal von 0 auf 100. Muss aufpassen, die Bremse sehr früh und unerwartet. Hast du auch Schaden? Ich hab leichten, aber merkt man nicht so. Auf jeden Fall mal wert. Oh nein, mein Headset. Ja, gut. Ah, egal, ich probiere das jetzt einfach so. Was? Ich sehe nur. Okay. Wild. Hier kommt Lorenzo Dali. Nevermind, dafür reicht die Topspeed nicht ganz. Gibt natürlich nur Vorwärts hier, also wahrscheinlich muss man nicht rein. Ist nur so ein Zwischenschauer. Muss ich erstmal den Balken an der Seite gewöhnen. Und generell F2 mit Regen. Okay, we'll be given a time.
time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Get your head down and let's get it done. Hallo. Auf ein neues. Ah, wahrscheinlich ich. Da stand gerade bei mir was von Internet. Auch wild, dass ich bei mir noch in der Lobby bin. Ah ja. Der ist aktiviert und deaktiviert sofort. Also will ich nochmal einladen sonst, oder? Professionelles Gameplay. Yes. Vielen Dank. Auf ein neues. Bin ich bei dir 15. oder? Ich gehe mal davon aus. Left of this rain that we think it's going to dry up. 10 minutes. Check your MFD for a new strategy option. Understood, copy that.
strategy available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. Copy that. There's a new strategy available on the MFD. Keep on him, you might make a mistake. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. That was our last stop, no more scheduled pit stops, let's go. Thank you.
tires are getting too hot, you need to cool them down. Find some standing water. Okay, this is your final lap of the race. It looks like the weather's going to dry up in about 5 minutes' time. Ich rede die ganze Zeit und ich warte auf eine Antwort und ich sehe erstmal so, total gemutet. Wie ist es so gelaufen, mein Ölbruder? Okay. Muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, so. Dafür, dass ich, na doch, 66% des Landes mit meinem Frontflügel gefahren bin. Am Ende des Fullbet war auf jeden Fall auch wild bei mir. Ich hatte gefühlt deutlich mehr Turn, natürlich auch wegen Flügelschaden, aber Balance war eher übersteuernd. Sehr wild. Bis ich die Fronts komplett overheated hat. Das ist Englisch. Normal. Nach dem guten Monster Ultra jetzt das altbewährte Wasser. Tschüss. Von 19 auf 7 oder so. Stabil, Bruder. Stabil. So, jetzt wird angegriffen. 1-2. Die holen wir uns. Die F2K ist jetzt nicht so gut. Ich habe auch vergessen, die hochzustellen. Hätte ihr eigentlich schon. Schon wieder Regen. Die eigentlich schon so 10 Klicks plus höher stellen müssen, aber egal. Erfolgserlebnis. Are you ready? I'm ready.
gescriptet. Fast wieder nebeneinander. Sind bei dir auch alle ghostet? Willst du dich ausprobieren? Und da haut den raus. Ich habe keine Ahnung, wie ein Geist einen anderen Geist raushaut. So geil. Down the entire quite literally auf Discal. So einen Bug habe ich auch noch nicht gesehen. Sind die bei dir nicht alle gegeistert? Wobei ein paar zwischendrin geführt. So ein Solid. Kann einfach durch sie durchsliden. Die holst du wieder, Trust. Ah, stimmt. Lol. Probier mal ins Menü zu gehen. Ändert das was? Nicht wirklich. Ich habe auch keine Sektorenzeiten. Entspannt. Das erklärt auch, warum alle geghostet sind. Aber wieder solid. Obwohl der Blue Flag stand. Keine Ahnung, wie ich beim Flügelschaden habe. Nice. Du bist das gerade einfach abgehoben. Sieht man on stream. Er ist ein Geist, wie? I guess die haben nicht dieselben Physics. War nur ich quasi. Togo schon ein Sizer, meinst du? Togo. Blood Twist. Ich habe sie alle mehrfach überrundet. Deswegen Blue Flags. Und wenn ich Lab Download im Spiel. Trust, vor allen Dingen ist das. Deswegen stehe ich bei mir auch auf P20. 2 Minuten auf dich. Ich habe auch eine zweite Warnung, weil ich die ganze Zeit auf die Gaps gucke und die Geister und Insanity. Geister! Und da setzt eine sportliche 4-17. Hast du eigentlich Orush Radeon Flat Out oder? Ich auch nicht.
glaube ich auch nicht. Ja, das auch, aber fühlt sich sehr an das Fury an. Ich glaube, in real life wird das sowas von flat sein für die. Wobei, wurde ja auch jetzt reprofiled, ne? Okay, blue flag conditions, create a gap and let the car behind through. Pass auf, gleich kommt Spaß mit Flaggen wieder. Oh. I'm afraid you've been given a time penalty for that last incident, mate. Nee. Aber auch nur solche Sekundenaussetzer geführt. Sekundenschlaf einfach. We're not racing the car behind. Let them pass when you can. Jetzt bin ich bei mir irgendwie P15, hab 2 Minuten Vorsprung und 2 Minuten Rückstand. Entspannte Lage. Brüder. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. V-Sync habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Atari vorbei am NPC. Reicht, dass man pur einen Inside Corp mitnehmen kann. Ich beschwere mich nicht. Aber.
Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. 2-4. Zwei, 2-0-4. Oh, Jesus. Nicht du, aber da war gerade am schlimmsten Moment eine Fliege. Ich gerade so vorbei an Puan. Direkt auf meinen Fingern. Das sind die wirklichen Probleme, sag ich dir. Junge, Junge. Was ist deine PB? 1/10 schneller. Stellbar. No need to worry about the tire condition for now, everything's looking good. Ah, nice apex, bro. Yeah, exactly. Plus reverse Apex Legends. Gar nicht optimal. Und anders hier. Okay, we want you to pit this lap, so push now, push. Süße, du machst die Augen auf. Wo waren das 3 Sekunden? Marci, mach dir auch noch. Sie. Ah.
Auf den Mediums. Stark. Wie viel Prozent hast du? 52. Ah, ich überhitze sonst den Mittelsektor, also pick your poison. Wie bitte? Expecting rain in about 10 to 15 minutes. Zwei Sieben, stark. Aber Reifen sind auch ein bisschen über dem Zenit gefühlt. 60 vorne, fast 50 hinten. Okay. Entspannt wieder für eine Sekunde oder so disconnected. Ich muss jetzt, ich habe jetzt 9 Sekunden und roten Frontflügel. Ich habe ein bisschen gepusht bei Jackie X und dann leichtes Light und dann machst du nix. In Ausregen sind die Fliegen im Zimmer. Ich schwöre, das schlimmste Gefühl, wenn man gerade so generell schlafen will oder
Hobbys, so F1 spielt oder generell irgendwas. Hast du gesehen, dass ich zu spät eingelenkt habe oder auch? Ich habe auch gerade Wanderson gesehen. Moment, ich mache das jetzt professionell on stream. Ich promote keine Tiergewalt, wobei erwische ich die noch. Schaut eh keiner hin. Man hat nichts gehört. Ich habe auch kein Benzin mehr. Optimal. Ja, entweder sie geben mir viel zu viel oder es ist am Ende nicht mehr genügend da. Entspannt. Muss Lift and Coast machen, I guess. Aber laut dem Spiel bin ich ja eh 5 Minuten gefühlt zurück, also whatever. Bei 9. Ha. Auch mal eine Competition gewonnen. Ja. Da was? Der Rüpel? Natürlich. Aber wenn du erstmal siehst, wie der rejoined, du. Der frevelhafte Bursche, der Delinquent. Ich habe gerade überlegt, was zu sagen, aber das sage ich lieber nicht. Meine Anwälte haben mir empfohlen. Oh, nein, ja, keine Warnung. Meine Anwälte haben mir empfohlen, zu schweigen. Nee, nee, ich übertreibe das hier. Ich will leben, ich will leben. So wie Nico Robin. Wow. Oh. Kann man schon mal schippen. Oder so. Ist eigentlich auch okay, wenn man sie richtig nutzt. Also die Fähigkeit. Ich merke gerade, ich bin schon am Pushen und habe eigentlich nicht das Benzin dafür. Aber whatever. Lift ich die nächste Runde sonst. Oder die darauf. Oder die darauf. Ach ja, ist dann schon vorbei. Ja. Das war wahrscheinlich zu spät. Aber irgendwie. Um das alles wieder reinzubringen, müsste ich so viel Lift und Coast machen, dass das kleine bisschen Low-Fuel-Mode am Ende fast schneller. Oh Gott. Nicht viel. 3 Runden, Spaß. 0,03 ungefähr. Egal. Call zu Sektor 3 hin, das ist bei mir ein Problem. Damn, wird anders hier. Gattari zieht einer 58,7. Nein. Letztes Jahr war der Controller noch besser. Ja, Stickluft, sag ich. Ja, aber in all seriousness, Bruder. War Hans es nicht. Kein Gefühl mehr bei Schottfingern.
den Schutzfinger. Ja, das auch. Und Zitterfinger. Also verglichen mit dem Goat. Nicht ganz so. Das gehört natürlich. Imagine, du pullst so. You pull up in the gym, you know. Und dann trainierst du erstmal die Finger. Grinder. Weil Grip Strength ist ja auch tatsächlich ein Ding, aber. Fingerspezifisch wäre echt wild. So für jeden Finger erstmal so ein Gewicht. Ist noch was drin in den Reifen, meinst du? Oh lol. Letzte Kurve, oder erste Kurve, Sektor 3 ist das, glaube ich. Also nach Piff Puff und so, weißt du, was ich meine? Auf der linken Seite ist ein Bildschirm, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Habe ich so nebenbei gesehen. Hier sind auch Zelte. What the fuck? Streber. Also immerhin ein Purple Last Sektor, okay? Ja, ich war trotzdem 13 Runden, lol. Und alle hinter mir sind 3-4 Runden zurück, entspannt. Aber warum eigentlich auch nicht? Was für Flüge hattest du? Vielleicht war mein 24-27 ein bisschen hoch angesetzt. Wenn du das Standard-Setup hattest. Das ist wahrscheinlich so fast 0-0. Also nicht ganz, aber. Hätte ich nicht auf meine Zeit gucken sollen, Brüder. ...58, 744. Spannend, nochmal Ehrendreher gemacht. Bist du der eine, der zuguckt? Ich bin geehrt. Jetzt erstmal nochmal sandbaggen, you know. Ich will die Telemetrie nicht an die Rivalen weitergeben. Ich bin nicht low fuel oder so. Okay, in der F2 ist das schon langsam. War auch ein Gang zu hoch wahrscheinlich, aber. Holy. Ausziehen. Ausziehen, ausziehen. Schau dort Sixten. Oh nein. Weg. Not for races, bro. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Naja. Boah, ich weiß nicht. Also bei mir sind es gerade gefühlt 50 Grad im Zimmer. Ich bin richtig am Drippen. Ja, wieso? Jetzt bist du wieder bei mir gejoint? Wild. Das ist korrekt. In der Tat. Banger Track. Please no copyright strike, YouTube. Zack, direkt erstmal gestrikt. Zack, und weg. Ja, 5 Strikes. YouTube-Sperre. IP-Bahn. Exactly.
Oh, Home Grand Prix für MP Motorsport. Das kann ich noch mitfahren und danach bin ich was anderes, sorry. Alright. Mal sehen, wo wir starten und was der Desync für uns bereithält. Wenn du dann raus bist, dann fahre ich wahrscheinlich ein bisschen Monster. Oder ich mache noch ein paar Offline F2 Races. Jesus. Races. Mit Moses zusammen. Natürlich. So. Nice Leak. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Der nächste. Nehmen wir Warmoth. Das klingt so stark. Vamos a la playa. Oh. Ich probiere mal ein bisschen was aus. Kann ja nur schief gehen. Let's get ready to rumble. Rumbles, darauf erstmal einen Schluck normale Schlückchen. Kreide. Ich glaube, Drachenfrucht Litschi ist der Geschmack, den ich mir jetzt reinknüppel. Welche Marke? Hashtag not sponsored. Level Muss ja auch mal irgendwann probieren. Irgendwann, wenn die Armut nicht so stark ist. Aber ich brauche noch Rain. Bock? Und Proteine. Meinst du X drücken? Können wir. Jawohl. Jawohl. Wir starten mit Rumble. Nice Straightline Speed. Wo bist du? Ah, ich sehe es. Ich wollte mich weg von der KI platzieren. Drei, zwei, eins und es geht wieder los. Wahrscheinlich darf das einfach nicht übertragen. Hey yo, watch your jet, bro. Okay, good work. Great pass. Jawohl. Zwanzig extra PS. Ah nein, ich war auf dem Korb. Ich will nicht drüber reden, weil ja Korb. Letzte Kurve.
Mal sehen, ob ich eine repräsentative Runde hinkriege. Indiks Verkehr, Bruder. Unfähigkeit auf letzte Kurve. Was sagen deine Front-Tires? Nee, ich meine auf Grad. Also meine hatten im Mittelsektor entspannte 107. Aber ich glaube, du hast auch die F1-Pressures noch. F2 Reifen halt oder ja, da überhitzen die halt nicht so leicht. Also beziehungsweise überhitzen auch von den Temperaturen her, aber man bemerkt nicht so sehr den Leistungsabfall. Ich würde sagen, hier ist die Schmerzgrenze so 107, 8. Was bist du gefahren für eine PB? Frech. Ah, oh, da muss er schon wieder rudern, Fehler. Beast on the rowing machine. Yellow flag. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Okay, so we're leading our teammate by 2.5 seconds. Reifen ein bisschen aufgewärmt. Ja. Vielleicht noch einen fetten Quersteher. Entspannt. Bisschen gekuschelt. Wer war denn der Glückliche? Dutch Buchhorn? Achso. Ja, die ist sehr rear limited geführt. Dauert ewig, bis man Lenko öffnen kann und dann sind die Reifen noch heiß. Round for outside, Bruder. Oh Gott, kein Millimeter hat er gefehlt, Bruder. Maneuver, you made it look so easy.
the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. Oh nein, Fehler. Jetzt soll ich automatisch das Schaden. Gesani, Racecraft, was soll das? Gap to your teammate behind is 7.6 seconds.
be careful. We think you're going to start losing some tire grip any time now. Auf welcher Atari auch meine 22er? Lass mich raten, du bist Erster mit 15 Sekunden Vorsprung. Schaut mir trotzdem nicht zu frech. Also jeder zweite gefühlt. Meinst du die letzte? Wenn du nicht volle Heckdrücke hast und umgekehrte Flügel, so wie Formel 1, kann sein, dass das bisschen wild wird. Das kommt auch dazu. True. Oder wahrscheinlich auch kommt. Ja, I overheated the tire. Plus tire wear. Plus a fill. Caution, caution. Okay, be aware there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Der holländische Rasenmäher, ein bisschen Gras mitnehmen, weißt du. Natürlich. Zum Runterkommen. Vielleicht so FBI Open Up. Was war noch meine schnellste Runde? Ich muss erstmal auf Fast Lap jetzt gehen gleich. Erstmal kurz weghauen. Ja, letzte Runde. Kriege schmerzhafte Erinnerungen an. Oh Gott, ja, das war schon nichts. An Frankreich. Von der Esch in Formel 1. Meine Ausrede ist, ich habe leichten Frontflügelschaden durch Nissan. Peugeot-Better. He didn't win at Spa. He wins at Zandvoort. Gegen die Peak 60er KI. Ehre reingewaschen.
Wie spät haben wir es dann? Kurz vor Termin. Du hast meine Erlaubnis. Ich lasse dich gehen. Fahre jetzt auch noch eins hier ums Bar. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. An John Mir. Warte, was? Shoutouts an die MotoGP-Brüder. Ich habe einfach die Anspielung gebracht, obwohl ich nicht so. He declared unfit. He declared unfit. He injured. He injured. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich sage einfach, Quartararo macht das Rennen. Er sieht aus wie ein Macher. Banyaya hat jetzt dreimal in Folge gewonnen. Banana. Mein Nobody, literally nobody, mein Monkey Brain, wenn ich Banyana höre, oder wie ist der nochmal? Banyana. Ja. Banyaya. Banana. Kein Disrespect, ich bin einfach nur zu stupid, das zu betonen. Another Banger Soundtrack provided by EA. Meinung zum neuen Driver Stat Update? Verdientes Downgrade für die Ferraris habe ich gehört. Frechheit. Verdientes Upgrade für Red Bull habe ich gehört. Frechheit. Also es geht doch noch besonders um die Fahrer Ratings. Nicht nur Leclerc macht Performance Fehler. Ratings. Ja, Verstappen hat sich in Spanien gedreht und in Ungarn. Bloß seine Strategieabteilung war halt ein bisschen kompetenter, muss man ehrlich sagen. Und der Red Bull besser, beziehungsweise in Spanien, ja. Reliability OP. Ich würde sagen, von den Fehlern sind sie ungefähr equal, aber halt bei Leclerc haben sie ein bisschen mehr ausgemacht. Ja, 2019 war das noch was ganz anderes. Ja, okay, Frankreich war schon ein bisschen heavier, aber nachvollziehbarer. es war 26 Punkte wegschmeißen. Aber irgendeinen habe Das ich bestimmt könnte. noch ver. Verstappen an Silverstone, na, hatte er ja auch ein bisschen im Zweikampf, ne? Vielleicht besser machen können. Ich sag, Sainz leidet da vielleicht noch rein, das würde ich feiern. Cooler Typ. Also ich mag Leclerc auch. Würde ich gern. Es wird jetzt einfach zum F1 Talk. Meinung zu Paris. Er hat gesagt, er gibt noch nicht Championship auf, aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt immer mehr. Ja. Red Bull hat Nummer 1 Fahrer, Ferrari nicht. Ja, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Früher gab es auch viel Slander dafür, dass die immer, ne, zu früh einen gewinnen lassen haben. Sah auch ugly aus, nicht gut für das Teamklima und jetzt. Also ab und an, klar, kann man vielleicht schon mal sagen, ne, bisschen früher, aber. In Silverstone zum Beispiel haben sie es gut gelöst, da haben sie gesagt, so, wenn du diese Zeit nicht fährst, dann lassen wir den anderen durch. Und das hat er halt auch gemacht. Dann erstmal auf den alten harten draußen bleiben. Natürlich. Oder Ganz man macht es klar. einfach wie in Ungarn, neue Hards drauf. Ist natürlich jetzt auch leicht, auf den Wagen aufzuspringen, aber come on. Ich habe die ganze Zeit sogar noch Ferrari verteidigt, aber jetzt am Ende war es doch ein bisschen zu offensichtlich. Vor allem, Nicht mehr genau. sie benutzen ja auch das von Sky, beziehungsweise Sky UK oder so, das Material. Und da haben sogar alle Kommentatoren auch gesagt, es sah so aus, als wäre der Hard nicht wirklich gut. Dann haben sie es bei Alpine gesehen. Und dann machen sie Ja, einfach natürlich. nicht ihr Race, sondern sie gucken auf den Undercut von Verstappen. Aber Bruder, wenn du frische Reifen hast, wenn du Soft hast, dann kannst du ihn auch noch kriegen später. Medium war noch gut, geht auch nicht auf schlechter, der Hard.
Muss so. Aber ich hoffe, jetzt haben sie daraus gelernt. Jetzt. Ganz bestimmt jetzt. I don't think so. Du bist auch ein zynischer und wie nennt man das immer? Nicht selbstdestruktiv, aber hier zur Selbstkasteiung neigender Ferrari-Fan. Das ist so, das ist im Ferrari-Paket mit drin. Selbstkasteiung. Nennt sich auch Realismus. Ja, aber manchmal bist du ein bisschen zu pessimistisch. Sometimes you need some hope, you know, sonst gehst du, hast du keine Initiative. Nach 12 Jahren nicht gewinnen wollen, ist das halt mal so, ne? Aber von, was waren sie, 22, siebter oder so, oder sechster? Wahrscheinlich eher fünfter oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Jedenfalls vom Mittelfeld dann direkt wieder auf P3 und jetzt am Pfeil drin. Manche sagen ja auch, sie waren ein bisschen underprepped, weil sie nicht erwartet haben, so gut zu sein oder so. Bisschen excusey, aber naja. Glaubst du, Mercedes leitet da noch ein? Auf jeden Fall. Die gewinnen jetzt Spa mit Ansage. Sie haben halt jetzt mehr Verständnis für alles. Und Fahrer sind auch eigentlich mit die Besten, wenn nicht das beste Duo. Und sie haben jetzt halt durch diese eine Regel, habe ich gehört, auch jetzt ab dieser Saisonhälfte schon mehr Windtunnelzeit, weil sie nur Dritte sind, in Anführungsstrichen nur, als die ersten beiden. Und ich glaube auch Ferrari und Red Bull haben, besonders Red Bull, streng genommen, was Cost Cap angeht, nicht die beste Position, also die können nicht mehr viel machen. Also würde ich feiern, wenn es drei Teams wären. Ja, ich lasse dich schon gehen. Ich muss dann jetzt. Viel Spaß Hauen Sie und rein. viel Erfolg nachher. Dankeschön. Dir auch viel Spaß beim Termin, wenn man da Spaß haben kann. Gracias. Ciao, Kakao. Tschö, mit